Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Mini Battlegrounds. Auf meinem Kanal sind wir wieder unterwegs und diesmal schon eine voraus aufgezeichnete Folge oder ein voraus aufgezeichnetes Match, was ihr heute zu sehen bekommt. Aber ich muss ja trotzdem mein Intro machen und das ist dieses hier jetzt. Ich habe hier ganz viele Klamotten mal gewechselt und wir wollen jetzt zusammen nochmal ein paar Truhen öffnen. Beziehungsweise können wir noch nicht. Habe ich gestern nämlich schon gemacht. Ja, okay, dann öffnen wir keinen Truhen. Ich habe ganz viele neue Klamotten und Waffen und sowas bekommen und steige jetzt langsam so ein bisschen durch, was das hier mit auf sich hat. Und zwar werde ich euch erstmal kurz erklären, hier bei den Skins mit der P92, dort haben wir jetzt zweimal die grüne und einmal ist eine Maximum-Grüne, das ist dann die mit 10 Sterne. Und diese 10 Sterne, die, ja, bewirken halt, dass ich einen höheren Income habe nach den Matches, also ich kriege mehr Geld und das mit dem Backpack, das verstehe ich noch nicht so ganz, was das heißt, aber vielleicht kriegen wir dadurch mehr Platz in unserem ja, Inventar und deswegen habe ich dort jetzt einfach mal die maximale grüne ausgewählt. Schade ist natürlich, dass man die überflüssigen Waffen hier nicht loswerden kann, also nee, so nicht, nicht loswerden kann, da müssen wir nochmal gucken, wie das Ganze funktioniert, da kommt einer, der rein will. Aber ja, da schauen wir dann nochmal in Ruhe. Was das Ganze mit sich auf sich hat, beziehungsweise ich werde auch mal nachfragen und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt ins Match und da ist schon mal vorgewarnt, das ist ziemlich spontan angefangen, weil ich halt mitten im Match angefangen habe aufzuzeichnen, weil ich das vercheckt hatte, aber das ist ein sehr schönes Match und da erkläre ich auch nochmal ein bisschen was zum Spiel, also viel Spaß mit unserem Kampf. Übrigens das höchste der Gefühle, ne? Höchster? Ja, also Level 3 ist momentan bei allem das höchste, außer beim Scope, da geht's halt 2, 4, 6, 2, 4, 8 und 15. Nur mal so zur Info. Sascha hat dich einen umgebracht? Ja. Schon raus, der Sascha. Merry Christmas. Ich hab gerade mal in den Discord reingeschrieben, dass einer von denen morgen früh Adam mal Bescheid sagen soll. Dass der vielleicht so eine Warteschlange installiert, dass so ein, ne, wenn so, so zusammen spielst, dass dann so ein Spiel 30 Sekunden in der Warteschlange dauert, weißt du? Ja. Ja, hab sie dauert, wie lange war das nochmal? Minute, ne? Oder so. Ja, wo du dann da in der, auf der frei rumläufst, ne? Ja. Ja, du gehst da bitte drauf, ne? Können wir hier noch? Das nicht, aber das können wir da ausrüsten. Das geht, ne, das ist Range und Penetration, nehmen wir Range. Range ist immer gut. So. Nächste Tür. Also Olli, Berti, Nils, alle auf Mart, ja, Rama, ne? Ja. Wieso, was habe ich denn jetzt damit zu tun? Wenn einfach ich so finde, Rama. Ja. Einfach so, Rama. Das ist ein Auto, was da steht, oder? Ein Töff-Töff. Ja, ein Töff-Töff. Molotow ist immer gut. So, kommt her, ich bin im Krankenhaus. So, jetzt könnt ihr... Krankenhaus jetzt. Jetzt könnt ihr mich am Arsch lecken, Freunde. Was brauche ich nicht? 9 mm, ich muss ein bisschen ausdünnen. Komm. Bist du einen Samstag dabei? ETS? Wie jetzt Samstag ETS? 17 Uhr, weil wir noch ETS fahren. Ach ja, 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 klar. Irre. Das ist schön. Da sind ja viele abgesprungen. Ja. Wir waren mal 17, sind wir nur noch 10. Mhm. Nee, keine Sorge, auf mich kannst du zählen. Ich hab's nur wieder vergessen. Ich habe ja gesagt, ihr solltet mich einen Tag vorher noch dran erinnern. Deswegen hab ich schon gesagt, morgen ja, renne ich dich nochmal. Und ja, ja, es ist gut, es folgt, es ist schön, Sascha, dass du das auch mal das tust, was ich dir sage. Das ist eine Basis, auf der wir ausbauen können. Ja, ne? Oder? Ja. Da werde ich dich bei Gelegenheit dran erinnern. Alter, die Laberbacke. Geil. Hä? Oh, nee, nix. Er meint mich, alles klar. Ich mag dir. Ja, ja, du mich auch. Das ist ein Zimmer, ey. Ja, das fertig. Chaos Squid, you Merry Christmas. Yo, Merry Christmas ist abgeknallt. Endlich, hast du ihn erledigt. Waren es nur noch 6. Na,
Man hört irgendwo Schritte, aber man kann es nicht zuordnen, ey. Geil, ich hab da wen gesehen. Wen denn? Achso. Also es ist Stereo, also du kannst anhand des, du hörst schon, woher die Schritte kommen, also. Ja, aber dadurch, dass du dich nicht wirklich umgucken kannst. Ja, das ist halt dieser... da kriegst du Adrenalin. Nein! Wer ist weg? Der Türk? Türke tot? Ah! Nils hat ihn mit einer Machete. mit Dönermesser. Wo ist mein Dönermesser? Hä? Schäm dich. Wenn die Dönermesser wäre nicht passiert. Nein! Gibt's es auf nicht vorhandenes Dönermesser? Ich hab da wegen gesehen gehabt. Oh. Hast du dich jetzt übergeben? Ich hatte erst eine Pistole, Captain. Da habe ich ja nichts abgezogen bei dir. Ich habe ja nichts gefunden. Oh je. Yeah. Ich seh da wen. Oh Alter, hier ist ja was los. Ja, diese Steuerung. Ui, zack. Den da weg. Den da rein. Oh Leute, ihr könnt mich mal sowas von, ne? Wo ist er denn jetzt hier hin? Da ist er noch, da ist noch einer. Wieso kann ich den Scheiß da nicht wegpacken? Das nervt mich. Na doch nach. Lad doch nach. Wo ist er hin? Lad doch nach, Pocahontas. Toll, wo ist er hin? Fuck. Irgendwo rennt er doch hier. Ich höre den doch die ganze Zeit, Mann. Wo ist denn der? Hinter dir. Über die Brücke rüber jetzt hier, oder was? Dass man sich nicht verplappert, wo man gerade unterwegs ist, ne? Weil man kennt die Karte nach der dritten, vierten Runde. Der Türke. Einmal sucht er es beim Krankenhaus. Wie immer. Oh. Wer? Was? Das Ding hört sich gut an. Nein, nein, komm. Nein! Ja! mit der Panzerfaust habe ich dich weggemacht. Oh, geil. Ich bin so witzig, ey. Nein, oh, nein. Pff, au. Das ist so ein geiles Spiel. Kannst du sagen, was du willst, ey. So, jetzt sind nur drei da. Wer ist noch drin? Berti? Nee. Nee, ich bin noch drin. Du. Aber ich bin komplett raus. Ich muss nochmal auf den Server. Dann geh doch. So, aber ich bin ja noch hier zum Schnacken. Jetzt läuft es gleich auf den Häuserkampf raus hier. Wird nämlich ziemlich eng. Ah. Da ist er. Da ist einer. Hast du Angst? Nein. Mann, kenn ich auch nie. Wo ist er jetzt? Ich seh nicht mehr. Hat schon pisst. Abgehauen. Ein heute mal da? Nein, haben wir doch nicht. Hast du nichts anderes mehr?
In der Pipeline. Ich hab nichts anderes gekriegt. Weil das Problem lösen wir anders, so. Ja! immer noch Dritter geworden, ja? So, jetzt muss ich mich mit dem letzten hier auseinandersetzen. Ja, schade, dass man dann auch nicht zugucken kann. Nee, das fehlt noch so ein bisschen. Wie gesagt, ich muss mal mit Adam ein bisschen sprechen. Ich kenne den ja. Ich muss mit dem mal reden, was noch ganz wichtig wäre. Dass man so von oben, weil das ist ja, bietet sich ja richtig an, dass man da von oben dann mitten zuguckt, noch was in der Runde noch abgeht, ne? Ja. Stichwort Spectator-Modus. Ne? Das wird dann praktisch gesehen. Ja gut. Ich bin ja genau in der Zone jetzt drin gewesen. Ich bleib da jetzt mal so weit und so lange drauf. Sehe dich ja noch mal immer ein bisschen wieder rumlaufen hier. Ja, da ist Zone, dir. Die Zone bleibt auch hier. Hinter mir. Ich habe einen Spion. Alter, bleib dir da. Da sehe ich alles. Dir gebe ich, du Drecksack. Nein! Knapp daneben. Ist auch vorbei. Nee, schade. Jetzt muss ich mit der MG. Schön ins Auto rum. Ist das geil. Ja, ich habe halt eine geile Range, weil ich dieses Ding da drauf gebaut habe. Komm. Ja! Gewonnen! Gewonnen! Sieg! 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 Ah, geil. So, zwei Stück mit der Panzerfaust erlegt, ey. Wie geil ist das denn, ey? So, mal kurz auf den Rang gucken, wo ich jetzt stehe. Jetzt muss ich ja gut platziert sein im Solo. Nee, immer noch schlecht platziert. Scheiße. Warum? So viele Leute spielen noch gar nicht. So, und das wäre wieder nach diesem spannenden Match, in dem ich zwei mit der Panzerfaust erledigt habe. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn ihr da wieder einschalten wollt, einfach den Abonnieren-Button drücken, Daumen nach oben, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und kauft euch das Spiel, ist meine Empfehlung, weil wir haben extremst viel Spaß. Habt ihr jetzt ja gesehen, dass das teilweise echt lustig ist. Und ja, Mini-Flauschi will jetzt noch ein bisschen schießen. Ich würde sagen, mache ich dann mit dem Mini-Flauschi. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin von mir wie immer gepflegtes Reingehauen, auf Wiederschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!